Jo, liebe Leute, heute geht's weiter mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell in Dortmund. Ja, wir müssen gewinnen, um wieder ranzukommen, wieder uns ein bisschen anzuschließen. Noch zwei Unentschieden zum Auftakt. Wollen wir heute die Anschlüsse an die Champions League Plätze behalten, beziehungsweise vorne an die Spitze behalten? Dazu müssen wir heute in Dortmund was reißen. Im Idealfall gewinnen. Erstens, lass mich raten, erstens sind die Bayern natürlich ebenfalls mit voller Punktzahl mit 9 zu 2. Och, die werden das von schwer raus, nochmal, ey. Da oben vielleicht nochmal zu vergangen. Wir haben es letzte Saison auch hingekriegt. Und dann haben 31 wieder ausgerechnet gegen Hoffenheim. Dann Meister geworden, die wir im letzten Spiel ja mit 3 zu 0 geschlagen haben. Jetzt geht es weiter auf jeden Fall erstmal, ja, um vielleicht die Chance von Leipzig zu überholen, wieder auf 3 zu springen. Frankfurt hat momentan alles verloren. Ja. Einfach wird es definitiv nicht. Die zwei Jungs da vorne abzufangen. Wie gesagt, diese zwei Unentschieden in Köln, gegen Köln und zu Hause gegen Wolfsburg und in Köln, die tun weh. Die beiden, die uns punktgleich dahinter hängen. Na gut, gehen wir rein ins Match. Wir haben letzten, wir haben noch einen Spieler verpflichten können. Oh, Venedig möchte Kilian Fischer verpflichten. Da sage ich aber grundsätzlich, nö, ist nicht. Gut, ich könnte einen Verpflegen loswerden und dann sagen, komm ich, aber nee, das wird wahrscheinlich nicht machbar sein hier. Einen von den beiden genannten Raum oder Dings verpflichtet. Also wäre das eher für die neue Saison. Für die neue Dings. Oh, danach geht es um Champions ersten Champions League Match. Also jetzt Dortmund, dann Fenerbahce und dann die Bayern. Also jetzt haben wir drei ganz, 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 ganz schwere Spiele. Die nächsten drei. Gut, gehen wir rein ins Match in Richtung Auftakt. Ja, ich denke, das passt so. Ja, ich überlege gerade, ob ich da wechseln soll auf die Position. Also Moukoko hat ja super getroll gespielt im letzten Spiel. Ich will Moukoko mal die Trikot noch mal irgendwas ändern. Kann ich ihn wechseln? Ja, das sind natürlich jetzt ein paar. Die lasse ich mal leihen, komm. Vielleicht lasse ich die vielleicht die leih ich doch mal aus für ein paar Jahre. Kann er die 18 aber ist die 18 mal frei? Ne, der Kilian, ne? Scheiße. Warte mal. Welche Nummer hat denn der vorher gehabt, der Mokoko? Hat er die 38 gehabt vorher? Ja, dann halt haben die 13. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, die hat vorher eine andere Nummer noch gehabt. Ich glaube, sie haben wirklich die 38. Aber die hat ja nur Voa. Da brauche ich ja nicht drüber nachzudenken. So, der hat ja 5 Jahre Vertrag, der Andrade. Ja, ist okay, passt soweit. Ich brauche jetzt eigentlich keine Leihliste. Sonst es passt halt alles soweit. Ich brauche jetzt nichts groß was zu ändern. Der Kader ist wohl relativ groß, ja. Das weiß ich. Sind 30 Spieler auf der Liste. Oh, sind Verträge, sind einige Verträge noch, die auslaufen. Tafelidis vielleicht noch. Die würde ich gerne noch mal ein, zumindest mal ein Jahr noch binden, 2 Jahre noch binden. Sagt er, 2 Jahre. Passt. Nimm mal, verlängern wir ihn. Kostas Stafelidis. So, Andrade. So. Ja, Rote gefällt mir eigentlich zu gut. Er hat jetzt ein Spiel echt gut gemacht, hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Wird tatsächlich jetzt eher auch mal mit einem Startelf-Einsatz belohnt. Gegen Borussia Dortmund, gegen seinen Ex-Club. Vielleicht ist es tatsächlich der Kniff. Und ich werde jetzt tatsächlich mal einen Wechsel vorne vollziehen, der auch tatsächlich die Gründe hat, dass eben einer mal vorne. Das wäre. Wir haben jetzt mehrere Ex-Dortmunder. Ich habe mindestens drei haben wir jetzt in der Startelf stehen mit Rote, mit
Moukoko und mit Aubameyang. Von einer ja, wie gesagt, offiziell immer noch bei Borussia Dortmund spielt. Ich glaube, der Moukoko ist klar. Aber ich weiß nicht, ob Rote noch tatsächlich da spielt. Also. Deswegen, wie gesagt, heute mal Novoa nur auf der Bank. Einfach um auch mal zu schonen. So, gehen wir rein. Jedenfalls ins Match. Wir melden uns heute aus dem Signal Iduna Park, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen wird. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Dortmund aber aufgerüstet mit Jesus. Unter anderem. Ja, jetzt kommen, wie gesagt, drei wichtige Spiele für uns. Dortmund, um den Anschluss nicht zu verpassen. Die Bayern, um vielleicht ebenfalls genau das Gleiche zu ziehen. Und dazwischen noch Fenerbahce Istanbul, mit dem man in der Champions League Gruppe Platz 3 uns duellieren. So, das ist unsere Truppe, wie gesagt, mit drei Ex-Dortmundern im Team. Einer gehört offiziell noch Dortmund. Wir reden jetzt virtuell. Und Rote ist ja fest verpflichtet, genauso wie Aubameyang. Nur ich habe jetzt bewusst mal Moukoko vorne reingesetzt und Novoa. Ja, den Zug im letzten Spiel, den brauche ich vielleicht heute, um mir vielleicht mal vorne einen reinschicken zu können. Und dann hast du vielleicht noch was von der Bank. Moriba. Aubameyang. So, Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb, Dortmund, Bayreuth. Auf geht's. Spieltag Nummer 4. Oh nein. Das darfst du jetzt natürlich nicht machen. So, kurz mal. So, schön. Also zwei Wechsel gegen bei dem letzten Spiel mit Rote raus. Rein für Stefelidis und neben Novoa raus für. Jetzt ist er durch. Fällt das Tor doch noch? Nein. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Was traust du Gabriel Jesus im Spiel heute zu? Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Ja, mit viel Übersicht. Und Moriba. Das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal 0-1. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Aubameyang, Ulrich keine Mühe. Und Moriba. Null zu eins, frühes Tor. Ja, der ist angekommen. Der hat jetzt den. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hat verfehlt. Quatsch, Egler fast übrigens eben. Ulrich, genau. Laurin Ulrich, den haben wir ja verdrängt. Auf die Bank. Sterne. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Gut verteidigt. Ja, super gemacht, habe ich da. Souverän und super. Moriba, das Torschütze. Der Torschütze. Aubameyang. Und Tempo. Abmarsch. Und Aubameyang. Klebt da einer dran? Gute Chance. Er hat den Ball gehalten. Pfosten, Scheiße. Und jetzt haben sie dieses Spiel ohne Gegentor überstanden. Und mit einer Menge Glück bei diesem Alu-Treffer, da haben Zentimeter gefehlt. Und jetzt haben sie den Ball. Und der wäre den Bayreuth fast die Dortmunder nochmal geschaut. Wie gesagt, Dortmund ist perfekt gestartet mit drei Siegen. Und Bayreuth hat mit einem Unentschieden und dem Sieg gegen Hoffenheim mit einem 3-0. Die Fans ermuntern Fekir jetzt zum Schuss. Super Tor durch Nabil Fekir. Fekir. Das macht er perfekt. Nicht nur hier, sondern einfach
sehr häufig. Und dafür lieben ihn die Fans. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Viel zu spät draufgegangen. Gute Pass und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeigt und noch eine Chance. Aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Nabel Fekir 1 zu 1. Und damit alles auf Anfang. Es steht. Man hat eigentlich, eigentlich hat Bayreuth ja alles im Griff. Gutes Pressing jetzt. Salih Özcan. Özcan. Oh nein, das könnte ein Stellungsfehler gewesen sein. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Noppert. Bei dem muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Weg hier mit der Ecke. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und ja. Sie hat ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Abflug, rote. Guter Pass jetzt. Ja, der ist super gespielt, der Ball. Auf Moukoko. Er hat die Moukoko. War das eng. Oh, und Aubameyang, 2-0. Damit sind sie hier wieder vorne. Jetzt 2-1. Eins zu zwei. Per-Erik Aubameyang, der einer noch mal da trifft. Trifft. Da setzt er sich durch. Und dann trifft Pierre-Emerick Aubameyang aus kurzer Entfernung. Ja, wer will den denn halten? Man ist wieder vorne. Und hängt wieder dran an den Dortmundern. Zumindest auf Platz 2. Die Bayern, wenn die Bayern irgendwie gewinnen, sind sie nämlich auf 12. Dortmund sind die weg. Mal sehen, wie schnell sie sich wir hätten 8. Wir hätten 4 Punkte auf die Bayern. Fakt, das werden sie gewinnen, und ihr Spiel. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Na, warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber egal. Fekir. Was? Ballverlust durch Nabil Fekir. Moriba. Ah, kriegst du damit durch? Ne, krieg ich nicht durch. Schade. Pierre-Emerick Aubameyang. Ich spiele doch genau. Ist der Ball geklärt. Salih Özcan. Dortmund Bowen. Setz dich erstmal durch in der Dörfer. Ah, nochmal. Schöner Volley-Schuss. Und Noppert. Mit vereinigt wir bei Hernandez. Vorher Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Schön dazwischen gegangen. So, dazwischen gegangen und Tempo. Eglauf. Er ist frei, da kann was draus werden. Der muss doch drin sein. Da ist 3-1. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schlägt die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Ich weiß nicht, da war der Keeper, glaube ich, noch dran. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hm. 3-1 heißt es also jetzt. Boah, Pause. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Molero noch gar nichts zu sehen. Der hat bei Bayern gespielt, glaube ich, vorher, ne? Zumindest virtuell. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. So, wir führen auf jeden Fall hochverdient, oder verdient, in Dortmund, hochverdient vielleicht nicht, aber verdient. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Deutlich sind die Dortmunder hinten zu Beginn der zweiten Hälfte, war noch nicht ihr Spiel, aber die Hoffnung lebt, rein in Durchgang 2. Dortmund über außen. Und Molera verliert. Fische. Ja, was wollte das jetzt werden? Fußball oder was? Kein Abseits. Sterne.
Das könnte vielleicht was werden. Ah, schade. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Foulspiel gepfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Handspiel, glaube ich. Wechsel bei Dortmund. Oh ja. Oh nein. Das war alles andere als so geplant. Das war nämlich ganz gar nicht so geplant. Jesus wird ausgespielt von Fischer. Bei Chelsea gibt es einen neuen Spieler. Man hat sich intensiv um ihn bemüht und nun hat es also geklappt. Er hat endlich unterschrieben. Ein toller Transfer. Mukuku. Ja, echte Qualität. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Jetzt die Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. So. Machen Sie konsequent da hinten. So, jetzt das gibt vielleicht eine Karte. Das war jetzt eigentlich schön mal. Noch am Boden. Das könnte was Ernsteres sein. Und dann hat Rothe mit feinen Kräften holt sich das Schöner Ding. Einsatz kann klären. Es gibt Eckball. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Ecke Alvarez kommt kurz raus. Gabriel Jesus. Gute Chance. Das ist abseits. Abseits. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Vielleicht jetzt noch mal in das dieser... Das sieht vielversprechend aus. Gabriel Jesus. Da Jesus ist die Reingabe. Der Robert geht genau auf sicher den Torhüter. Als nächstes kommt eine Aufgabe in der UEFA Champions League. Dortmund spielt gegen Liverpool. Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Liverpool. Das dürfte interessant werden. Ach Mann. Gabriel Jesus. Jesus. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Wir sehen es hier nochmal. Schüttelt Abiol ab. Und dann Schitz. Schmeißt da drauf. Wieder so ein Distanzschuss. Die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Scheiße. Die Dortmunder verkürzen also. Und ich glaube, jetzt ist hier sogar noch mehr drin. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. So, jetzt kann er, genau, mit diesem Pass, der war richtig, der kann er zweimal abschütteln. Ball rüber zu Aubameyang. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Einmal. Jetzt Aubameyang. Das war eine gute Chance. Ah, schade. War eine Idee, was wert. Passt mal auf nochmal. Und nun Fick hier. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Na, könnte zu lang sein. Nee, kann er nicht zu lang sein. Kilian Fischer nochmal. Das könnte gefährlich werden hier. Das war keine Absicht. Scheiße. Da kommt er ein Stück raus und cool nimmt den Ball auf. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Langer Ball, der Dortmund. Na, nein, nein, nein. Hoppart. Erstmal lang machen, nicht irgendwas versuchen. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Vielleicht die Schusschance, die Fans sehen es genauso. Piano, piano. Verharmlos. Schimmert. Ja, mit viel und vielleicht macht Mukoko den Sack zu und er macht es. Der Leichtfehler macht den Sack zu. 2-4. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann lässt er sich Eckloff nicht nehmen, wenn er Mukoko, zweites Saisontor zum Abschluss kommt. Er macht ihn. So, jetzt wechseln wir kurz eben nochmal aus. Nächstes Duell ist ja Fenerbahce dann noch dabei. So. So, Peri. Habe ich jetzt alle 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, habe ich.
So. Passt. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. So, Bayreuth bohre ich dafür erstmal den BVB. Der Zug zum Tor. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. So, was machen Sie draus? Nur Noah. Da ist der Torwart da. Gut Ecke. Glaube ich. Jetzt die Ecke. Schlusspfiff. Borussia Dortmund. Zweiter Sieg in Folge. Mit einer Niederlage abfinden. Also diese Pleite, die kann ich mir nicht erklären. Sie haben nie in dieses Spiel gefunden. Es ist alles, aber auch alles an ihnen vorbeigelaufen. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war, das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Passt. So, Aufgabe Dortmund auswärts gelöst, und zwar verdient gelöst. Wir hatten mehr vom Spiel, wir hatten vielleicht nicht mehr Spiel, mehr Ballbesitz, aber wir haben es trotzdem ohne Probleme hinbekommen. Wir haben es. So, und jetzt heißt das nächste Duell Fenerbahce Istanbul. Das Duell um Platz 3, wie gesagt, Real und Neapel werden wahrscheinlich eine Nummer zu hoch sein für unsere Truppe, aber man weiß es nicht. Vielleicht ist da durchaus was möglich. Unser erstes Champions League Match findet morgen statt um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns dann und da geht's auswärts nach Istanbul.